Es ist ein idyllischer Blick, der den Besuchern bei dem derzeit frühlingshaften Wetter im Branitzer Park geboten wird. Mitten in der Gartenlandschaft Pücklers hat die Seepyramide nach 150 Jahren wieder die Formen von damals angenommen. Also, uns gefällt das sehr gut, sehr exakt gemacht. Und ja, wir sind hier öfter im Park, wir sind aus Cottbus und wir freuen uns, dass das so gestaltet ist. Wir haben das vor allem so ein bisschen verfolgt, was ist nun neuer Rasen und wo werden jetzt nun der Weinlaub angepflanzt und wann der kommt, ob der schon da ist oder nicht. Ich finde es gut, sieht gut aus, ja. Also es ist ein Gewinn. Das wird wunderbar werden. Vor allen Dingen, wenn sie dann wieder rot ist. Im Mai wurde mit den Restaurierungsarbeiten begonnen. Notwendig wurden sie, weil durch Erosion und Wildwuchs in den letzten Jahrzehnten die Seepyramide aus der Kontur geraten ist. Trotz jahrelanger Vorplanung gestalteten sich gewisse Baumaßnahmen schwieriger als zunächst gedacht. So bereitete die Bodenbeschaffenheit durch eine starke Lehmschicht Probleme. Doch der Zeitplan konnte zum Großteil eingehalten werden. Innerhalb von nur 9 Monaten wurde unter Höchstaufwand die Spitze der Pyramide wieder hergerichtet, die Seitenflächen nachgebessert und neue Granitstufen eingesetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.